Moin Moin und hallo, herzlich willkommen. Wir machen heute was völlig Verrücktes. Und zwar gibt es ein KI-Programm, das heißt Suno. Und Suno baut Songs. Und wir bauen heute gemeinsam geile Lieder und probieren das Tool mal aus. So sieht es aus. Und ich habe einfach schon mal eine kleine Vorarbeit geleistet und habe gesagt, Suno, ich möchte haben a song about German Football Club Hamburger SV from Hamburg in Germany. Mehr habe ich nicht gemacht. Man kann, glaube ich, das Musikgenre auswählen. Vielleicht kann man sogar die Sprache auswählen und es auf Deutsch machen. Und ich werde euch jetzt einfach direkt zu Beginn diesen komplett in einer halben Minute von der KI erstellten Song zeigen. Ich habe nichts weiter gemacht, außer diesen Text hier reingeschrieben. Der komplette Songtext ist alles von der KI. Die Interpretation, der Gesang, alles ist KI. Und vielleicht wird das der neue Song im Volksparkstadion. Hören wir mal gemeinsam rein. Ich hoffe mal, warte. Kann ich nicht? Ah, warte, noch von vorne. Jetzt. There's a team that's loved and adored, that's forever sworn to fight for glory on the fields with strength and might. They wear the colors proud forever, blue and white. Oh, through the highs and lows, they've stood strong and true with passion in their hearts. For the fans to view from the Volkspark Stadium at home, shining bright, Hamburger SV, a beacon in the night. Geht immer noch weiter. Hallo, hallo. Und ich begrüße ganz herzlich bei mir im Chat den Fusselkäfer. Hallo Fusselkäfer. Hallo Fusselkäfer. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Das war der erste Song. Jetzt erzähle ich euch ganz kurz, weshalb ich den Fusselkäfer bei mir im Discord eingeladen habe. Und zwar Fussel. Du, ich darf doch Fussel sagen, oder? Ja, passt alles super. Sehr gut. Du setzt dich oder hast dich mit diesem Programm Suno auseinandergesetzt. Erzähl uns mal ein bisschen so deinen Hintergrund. Warum hast du dich damit auseinandergesetzt? Ja, ich arbeite in Wien im Medienzentrum. Mhm. Da bin ich als Medienpädagoge tätig. Und genau, da setzt man sich halt mit Medien auseinander. Unter anderem macht man Workshops auch für Jugendliche, auch für Schulklassen. Und genau, weil KI jetzt auch generative KI irgendwie so ein neues Thema ist, haben wir uns überlegt, was man da anbieten könnte. Und da bin ich auch auf Suno gestoßen und das ist relativ unbekannt, finde ich noch. Aber ich finde das fast interessanter als die Bild-KIs und alles andere. Ja, weil man eben ein sehr mächtiges Tool hat, um Lieder sehr schnell zu erzeugen. Hammer. Genau. Und jetzt habe ich ja gerade schon einfach mal hier auf Englisch einfach so einen kleinen Text eingegeben. Funktioniert das auch auf Deutsch? Das funktioniert, glaube ich, in fast allen Sprachen. Es funktioniert nicht immer beim Prompt, wenn man ihn auf Deutsch eingibt. Also du kannst den Prompt auch auf Deutsch eingeben. Du bist jetzt noch nicht im Custom-Mode. Wenn du da oben das Häkchen anklickst, kannst du tatsächlich auch mehr in die Details gehen. Ganz oben, wo Custom-Mode steht, kannst du auch das Genre eingeben und auch die Sprache des Liedes. Also man kann tatsächlich auch Deutschrap machen und er imitiert auch Frankfurter Akzente und solche Sachen. Das ist tatsächlich relativ umfangreich, was das kann. Okay, das ist krass. Warte, jetzt lass uns mal gucken. Jetzt, genau, da kannst du einen Text anfangen und der macht ihn dann fertig oder du kannst es auch leer lassen. Genau, bei Style of Music kannst du jetzt zum Beispiel Schlager eingeben, German Schlager oder was auch immer und da kommen sehr viele coole Sachen raus. Genau, du hast auch Version 3 schon unten ausgewählt. Das heißt, es ist auch schon die neuere.
Du musst nur ein bisschen drauf achten. Du hast 40 Credits noch. Das Ja. heißt, wenn du jetzt noch vier weitere Songs generierst, dann ist quasi dein kostenloses Budget aufgebraucht. Ah, okay, da müssen wir aufpassen. Also wir haben noch vier Songs. Können wir dann nachkaufen, die Ja, ich Coins? glaube, es ist $10 im Monat oder sowas. Und dann hast Ja. du 2000 Credits. Also es ist relativ günstig, sonst würden wir das auch nicht im Workshop nutzen, weil wir sind Ja. ja auch ein NGO. Voll, aber probier einfach mal aus und wie lange es dir Spaß macht. Ja, das wird mir eine Weile Spaß machen. Pass auf, wir machen jetzt das gleiche nochmal auf Deutsch. Und mal gucken, inwiefern sich das ändert. Und ich habe mal das. Kannst einen eigenen Text auch schreiben, das ist fast viel besser. Also wenn man den Text selbst schreibt und der Ja. gesungen wird, ich finde, das ist tatsächlich einer der magischsten Momente Oh, dieses das ist. Wir Programms. müssen zusammen was schreiben, ja. Mir. Pass Da auf. ist die Kombination natürlich mit ChatGPT super, weil die Texte von ChatGPT besser sind als die von dem Programm. Und wenn man sich dann von ChatGPT ein bisschen was an Unterstützung holt für den Text, dann kann man den da auch reinkopieren. Also in dem Workshop haben wir das dann immer so gemacht, dass sie mit verschiedenen Tools sich dann Sachen zusammenpacken können. Der eine macht das Albumcover, der eine schreibt den Text mit ChatGPT, der andere sucht dann den Stil aus oder so. Ah, mir explodiert der Kopf. Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir müssen erstmal kurzen Text machen, was sehr, sehr kitschig ist. Mir laufen die Tränen herunter, wie das Wasser die Elbe hinab. Dein. Ach so, das geht um den Fußballsong. Ja, die Stimmung ist immer munter. und Tore gibt es Ist nicht nicht. zu knapp. Okay. Ach, Hätte zu man auch einen knapp, Punkt okay. machen können. Okay, Aber da ja. wäre der Reim natürlich so. Der Song heißt HSV. Nee, der heißt natürlich nur der HSV. Ich weiß nicht, ob der das checkt, wenn man das, ob das das HSV heißt. Und wir machen Rap. Und jetzt können wir eigentlich schon Create machen, ne? Vielleicht noch German Rap, sonst spricht das vielleicht Englisch aus, das wäre das Einzige. Ah, okay. Muss ich Deutschrap machen oder German Rap? Ich glaube, wenn du auf Englisch bist, dann bist du auf der safen Seite. Theoretisch kann er auch Deutsch. Ich glaube, dass der tatsächlich das dann mit Google-Übersetzer einfach nur umdreht und im Ah. Zweifelsfall funktioniert es dann halt nicht, aber. German Rap, den machen wir wahrscheinlich ohne unter. Ja, mach vielleicht So, mit ne? Leerzeichen. German Rap. Okay. Jetzt createn wir das Ganze mal. Okay. Er macht ja auch Hammer. immer, glaube ich, zwei Versionen. Und dann Ja. kann man sich. Jetzt eine Sache, die ein bisschen versteckt ist. Wenn dir eine Sache gut gefällt, gibt es ja diese drei Punkte ganz rechts. Da kannst du auch einen Song fortsetzen und dann eine zweite Strophe machen. Und dann wird es Ah. nicht nur so ein Preview von 1 Minute 20 oder was, Ja. sondern das kann man dann länger machen. Aber ja, hör mal an, welches dir am besten gefällt und mit welchem du weiterarbeiten möchtest. Okay, pass auf. Let's go. Das ist die erste Version. ich bin ganz aufgeregt. Kann ich das jetzt Wir eigentlich hier über laufen die Discord hören? Tränen Nee, da muss ich den runter Stream wie wahrscheinlich das für anmachen. Wasser die Elbe hinab. Die Stimmung ist immer munter und Tore gibt es nicht zu knapp. Nice. Und Tore gibt es nicht zu knapp. Ist halt auch maximal Radio. Ja, das ist wirklich Radio. Das ist nicht wirklich Deutschrap, oder? Das ist ein bisschen Pop. Ja, müsste man vielleicht Gangster-Rap oder irgendwie 90, also man kann da auch kleinere Genres reinschreiben. Es kommt immer drauf an, mit Mir was die laufen KI die trainiert Tränen wurde. runter, wie das Wasser die Elbe hinab. Die Stimmung ist immer munter und Tore gibt es nicht zu knapp. Das ist ja so hammergeil. Okay, hören wir uns mal die zweite Version an. Ist das die zweite? Oder war das schon die zweite? Nee, ne? Ah. Mir laufen die Tränen runter, Ja, das ist wie das Wasser die dieses Elbe neue hinab. Rap-Zeug, Die was sie Stimmung ist machen. immer Das gefällt mir. munter. Ich Ja. Und bin ja da Tore gibt eher es in den 90er. 90ern angesiedelt. Ja, voll. Muss man wahrscheinlich dazu schreiben. Ja, muss man alles dazu. Okay, aber das war jetzt mal. Also, ich bin komplett geflasht. Ich finde das. Es ist einfach komplett irre. Ich werde ein eigenes Album rausbringen. Fussel, ich mache ein eigenes Album.
Ja, warum nicht? Also ich finde es gerade für so Jingles, wenn man jetzt einen Podcast oder so startet, man braucht einfach nur so ein Intro, dafür ist es, finde ich, perfekt. Und pass auf, jetzt haben wir das. Jetzt könnten wir. Das ist jetzt German. Wie könnten wir, was könnten wir denn noch machen? Jetzt könnten wir das Genre einfach wechseln. Worauf habt ihr denn Bock? Auch im Chat. Was würdet ihr denn mal gern für ein Genre hören? Also ich finde Schlager und Après-Ski ist auf jeden Fall etwas, was für einen Ja. Lacher sorgen könnte. Aber es ist halt schlimm für die Ohren. 80s sehe ich im Chat. Was machst du denn so am liebsten? Du hast ja schon häufiger damit gearbeitet. Italo, auch nicht schlecht. Ich glaube, als jemand, der in Wien wohnt, als Deutscher, der nach Wien ausgewandert ist, habe ich eins über Schnitzel und Würstchen, habe ich mir einen Schlager machen lassen. Und der war schon ziemlich lustig. Aber weil es klingt halt wirklich wie so Festzeltmusik, die ziemlich primitiv ist. Und das Schöne ist, die KI kann ja eigentlich nur generische Sachen machen. Und wenn man sich Ja. dann für etwas entscheidet, was vielleicht auch ein bisschen primitiv ist vom Text und von der Musik, dann kriegt man relativ schnell etwas, was man irgendwo laufen lassen könnte, ohne dass jemand checkt, dass es gerade irgendeine dumme KI gemacht hat. Ja, Opa hat jetzt einer im Chat geschrieben, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Also sowas wie Chöre und so habe ich noch nicht ausprobiert. Also ich habe so Metallica-ähnliche Sachen noch für einen Freund gemacht, aber ja, irgendwann sind die Coins dann halt auch leer gewesen. Was auch interessant ist, wenn man vielleicht irgendeinen Text nimmt von irgendeinem Rocket Beans Lied oder so, mal gucken, was er draus macht. Also das habe ich auch ganz gerne mal gemacht, einfach existierende Texte neu interpretieren lassen. Aber du hast ja deinen Text, also probier einfach mal die Ja, Genres durch, würde ich ich habe sagen. überlegt, ich habe gerade überlegt, ob ich noch eine zweite Strophe reinmache, aber wir lassen es erstmal dabei. Du kannst Okay. auf Generate Lyrics klicken und gucken, was er vorschlägt. Du hast ja den Anfang gemacht. Ja. Oben, wo du den Text eingibst, mal gucken, was er macht. Er lädt. Eigentlich sollte er nämlich jetzt dann noch Text runter generieren, wenn es Ah, funktioniert. mal gucken, er überlegt. Das ist natürlich ein sehr delikates Feld jetzt. So Fußballfans verstehen da keinen Spaß. Also, oh, ein Error occurred. Das ist natürlich blöd. Wir geben ihm noch mal eine Chance. Ich finde auch die Bilder super, die er da so generiert. Ja. Die Kinder, die in den Sonnenuntergang laufen, Hand in Hand. Oh, geil, da haben wir es. Und die Gefühle fließen wie die Elbe. Die Gefühle fließen wie die Elbe im Fluss. Ich tanze vor Freude, ich tanze in Verdruss. Es gibt keine Grenzen, es gibt keine Not. Die Stimmung ist bunter, Tore gibt es im Überfluss. Ja, okay, das ist der. Oh, da ist aber der Reim sehr weit voneinander entfernt. Verdruss, Fluss. Fluss der Ja. Emotionen, wild und frei. Ja. Vielleicht kriegt das ja gesungen. Das Ja. Ja ist auch super, das wirst du dann merken, weil Was das sind ist. dann so die Back-Vocals, alles was in Klammer geschrieben ist. Da singen dann Okay. Leute im Hintergrund, ja. Aber dann würde ich doch. Kann ich nicht sagen, ich will das als ersten Vers und er passt das irgendwie an? Da musst du in der eckigen Klammer einfach das austauschen. Was er leider macht, Ja. ist, dass er das nicht checkt, was ein Chorus und was ein Verse ist. Ach Aber du so. kannst das gerne für dich strukturieren. Da musst du leider ein bisschen Hilfestellung geben. Das ist ja das Problem mit der KI. Sie kann ja sehr gut imitieren, aber sie hat ja keine Ahnung, was sie da eigentlich tut. Ja. Sie rät ja nur sehr gut. So wie ich früher in der Schule hat auch gut geklappt. Mal mehr, mal weniger. Okay, wir machen mal Rock'n'Roll. Und habe ich gerade im Chat auch gelesen. Der Titel Fluss der Emotionen. Nee, aber mir gefällt das auch nicht. Ich will. Er muss ja mehr Fleisch haben. Er kann ja nicht nur diese vier Zeilen haben, ne? Er muss ja noch Ja, mehr also kommen. dadurch, dass du ja, wenn du es jetzt nur generierst, so 1 Minute 20 kriegst, kann das schon ausreichen. Ansonsten wiederholt es halt. So, German Rock ist vielleicht besser. Fluss der Emotionen. Machen wir einfach mal. Ja, passt auf Und jeden Fall zum Fußballsong. ja, mal gucken, was passiert. Während er das macht, hören wir uns nochmal die zweite Version von Forever Blue and White an. That's forever sworn to fight for glory on the fields with strength and might. They wear their colors proud, forever blue and white. Das ist ja fantastisch. Aber weißt du was? Ich habe ja bei dieser ersten Version, Forever Blue and White, da habe ich ja nur beschrieben, was quasi im Text vorkommen soll. Und der wurde ja komplett von der KI geschrieben und die hat es halt auch geschafft. Dass sie den Kontext versteht. Ne? Also sie hat über den Volkspark gesungen und über die Elbe und so weiter. Ich habe nur
geschrieben, ein Song über den HSV. Okay, das heißt, er wusste, was der HSV ist. Ja, er wusste, also ich habe gesagt, German Football Club, Hamburger SV. Aber dass er zum Beispiel im Volksparkstadion spielt, habe ich nicht geschrieben. So, mal gucken, was Fluss der Emotionen, German Rock. Ja, sowas kann schnell nach hinten gehen, wenn es sehr nischiges Wissen ist. Aber in dem Fall wird man wahrscheinlich schnell was finden, wenn man auf Google das eingibt. Das ist immer die Frage, mit was es trainiert wurde. Ich mach mal den Song an, ne? Wir hören mal rein, pass auf. Weil du hast ein bisschen Delay, muss ich sagen. Fussel hört mich nämlich nur über Discord und hört den Stream erst mit Delay. Deswegen sage ich einmal an, wenn wir reinhören. Und wir hören hier mal jetzt rein. Wie das Wasser die Elbe hinab, die Stimmung ist immer munter. Und Tore gibt es nicht zu knapp. Die Gefühle fließen. Oh Gott. Wie die Elbe im Fluss. Ich tanze vor Freude. Das ist der Moment, wo der Schal hochgehalten wird. Ja, ehrlich. Es gibt keine Grenzen. Es gibt keine Not. Du bist ein Wolfgang Petri. Genau, habe ich auch gedacht. Ist munter, so gibt's im Überfluss. Fluss der Emotionen, wild und frei. Die Wellen tragen uns, wie Musik so treu. Oh, tanzen und lachen in dieser Nacht. Der Fluss unserer Tränen, der uns glücklich macht. Ich liebe es. Der uns glücklich macht. Oh, ich würde mal die Wette eingehen, wenn das im Stadion läuft, dass die Leute voll abgehen würden und es nicht checken würden, dass das gerade ein Gag ist. Ey, weißt du, was ich machen werde? Ich sag's keinem, aber ich mach HSV-Songs. Ich schreibe HSV-Songs und lass die komplett über das Ding wegballern. Dann mache ich eine Spotify-Playlist, mein HSV oder so, und guck einfach mal, was passiert. Ich glaube, wenn man also das Abo hat, ist es auch so, dass man die Rechte an den Songs hat. Musst du noch mal in den FAQs schauen, aber ich bilde es mir ein, dass ich das gelesen habe. Vielleicht die Marktlücke. Ah, okay. Wir hören mal in die zweite Version rein. Wie das Wasser die Elbe hinab. Die Stimmung ist immer munter. Und Tore gibt es nicht zu knapp. Die Gefühle fließen. Wie die Elbe im Fluss. Das ist doch Hammer. Ich tanze vor Freude. Ich tanze in Verdruss. Es gibt keine Grenzen. Es gibt keine Not. Die Stimmung ist munter. Tore gibt's im Überfluss. Fluss der Emotionen, wild und frei. Ich liebe es so sehr. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr ich es liebe. Das ist so geil. Weil ich denke, die erste Version war fußballmäßiger. Ja, die war fußballmäßiger, auf jeden Fall. Und ich, guck mal, ich werde da so Spaß dran haben, mir einfach so Texte auszudenken. Und das Coole ist, was ist das Coole? Der Gedanke, es gibt ja diese Stimmen, Imitationsprogramme, ne? Das haben wir neulich bei RBTV Home gezeigt, genau, wo du dann sprichst so ein paar Sätze ein und je mehr Sätze du einsprichst, aber irgendwann bist du an einem Punkt, da kann deine Stimme quasi nicht mehr unterschieden werden von der artifiziellen Stimme und der realen Stimme, so, und du kannst du auch dann alles sprechen lassen von dieser Stimme, egal was du schreibst. Und wenn ich jetzt irgendwie dieses Programm kombinieren könnte mit meiner Stimme, dann könnte ich, weil die weiß ja nicht, dass ich nicht singen kann in echt. Ja. Und dann könnte ich schreibe mir Texte oder ich lasse sie von ChatGPT kreieren oder was auch immer, nehme meine Stimme dazu. Alter, dann bin ich einfach ein Rockstar. Ja, dann bist du quasi so wie bei Gorillas oder VTuber-Style einfach nur noch. Oh, ich habe so Bock da drauf. Komplett, komplett artifiziell. Oder du machst das, wie heißt diese Rockband mit den Dinosauriern? Genau. Da war ich schon mal auf dem Konzert. Und zwar genau. Dino, scheiße.
Ich habe den Namen vergessen, original, aber mir fällt gleich wieder ein. Und dann ist der große Reveal: Nils Bomhoff ist in Wirklichkeit die Stimme hinter den Songs, die ihr alle kennt. Warte mal, Dino. Heavy Saurus. Heavy Saurus, genau. Ja, Heavy Saurus heißen die, genau. Aber es sind auch ein paar gute Songs dabei. Ja, die haben wirklich ein paar gute Songs. Die können auch richtig gut singen, ne? Also, die sind, ich weiß nicht, wer dahinter steckt, aber das sind echt gute Sänger und Sängerin, eine Sängerin auch, und die singt auch gut. Okay, pass auf, jetzt lassen wir was ganz anderes machen. Wir könnten, über was wollen wir denn nochmal singen? Wir könnten darüber singen. Genau, eine Frage noch. Ich will jetzt mal wieder zurück, wo ich was beschreiben kann. Und wo du nur den Prompt eingibst, meinst du? Genau, da kannst du den Custom Mode ausschalten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er da noch irgendwas drinnen hat oder ob du vielleicht nochmal links auf Create klickst, um das vielleicht leer zu machen. Ja, aber dann habe ich, glaube ich, wieder die Dinger weg. Ich mache das lieber so. Und dann machen wir. Theoretisch könnte man es. Ich glaube, wenn man es leer lässt, dann schreibt er trotzdem Texte rein. Es gibt nämlich auch den Fehler, dass er manchmal den Text nicht macht, dann hat man nur ein Instrumental. Aber ich glaube, mit Version 3 ist es schon relativ besser, was das angeht. Ich schätze dich. Und ich will jetzt eigentlich. Ein Liebessong an den Chat. Ja. Ein Lied, in dem der Twitch-Streamer Nils Bomhoff seinem Chat huldigt und darüber rappt, wie sehr er seinen Chat zu schätzen weiß. Das wäre dann für die Anfangssequenz, wo die Zeit runterläuft. Da kann dann der Song laufen, ja. Ja. Ja, das ist Hammer. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt klappt. Hast du jetzt mal auf Deutsch eingegeben? Ja. Aber jetzt aber Chat-Gang-Hymne. Hey Leute, das ist eure Chat-Gang-Hymne. Okay, let's go. Wir hören rein. Ihr kennt den Mann, er ist der König des Streams. Nils Bomhoff, der Name so bekannt und so beliebt. Er sitzt vorm PC, yeah. Streamt für alle seine Zuschauer. Chatten ist die Kunst, die er mit uns teilt, 24-7. Im Chat ist es wild wie im Dschungel, yo, das ist so real. Emotets fliegen wie Bananen, alles ist hier so rare. Die Stammchatter, sie sind die wahren MVPs. Sie halten zusammen wie ein starkes Team. Ja, genau wie wir. Chat-Gang, wir sind hier zu Haus. Zusammen sind wir stark, das sagt Nils ganz laut. Chat-Gang, wir sind einzigartig und echt. Der Stream läuft, der Chat ist crazy, das ist unser Pakt. Oh Gott, es ist so fantastisch. Ich werde es immer lieben. Für die jüngere Zielgruppe. Chat-Gang. Das kommt jetzt in meinem Countdown, sorry Leute. Das kommt. Oh Gott. Jetzt die zweite Version. Achtung, wir hören in die zweite Reim. Ihr kennt den Mann, er ist der König des Streams. Nils Bomhoff, der Name so bekannt und so beliebt. Er sitzt vorm PC, streamt für alle seine Zuschauer. Chatten ist die Kunst, die er mit uns teilt. 24-7 Chat, ist das Bild wie ein Dschungel, yo, es ist so real. Die Mutters fliegen wie Bananen, alles ist hier so real. Ja. Genau wie Wien, als wenn Wien dafür bekannt ist, ein starkes Team zu sein. Wir sind hier zu Haus, zusammen sind wir stark, das sagen wir jetzt ganz laut. Chat Gang, wir sind einzigartig schon echt. Der Stream auf der Chat ist crazy. Scheiße. Ey, ich bin noch lange nicht am Ende. Das ist aber nice. Ja, aber wie geht das Gangzeichen dann vom Chat, ist die Frage. So. Müssen Sie irgendein Handzeichen noch überlegen? Ein C halt einfach.
Chat. Okay, ja. Oder? Chat. C für den Chat. Okay, ich habe noch 10 Credits, aber ich werde mir eh ein Abo machen. Ich habe hier richtig große Pläne. Ich bin noch längst nicht am Ende. Ich sag's, wie es ist, Leute. Da kommt noch mehr. Okay, kann man die eigentlich dann so speichern? Ja, kann man einfach dann... Oder ja, man kann die auch öffentlich, glaube ich, teilen und dann könnten die Leute sich den auch runterladen, ja. Ja, das mache ich später noch. Downloade ich mir das alles. Okay, was sollen wir noch machen? Was aus den 70s und 80s, okay. Aber ich finde, das ist tatsächlich ein bisschen lustiger, wenn man eine Beschreibung macht, ne? Was der sich ausdenken soll, weil ansonsten muss man sich den kompletten Text, ich würde es gerne kombinieren können. Kommt drauf an, was man machen möchte, ja. Also ist auf jeden Fall zugänglicher und jetzt hier im Stream ist das vielleicht auch dann die Wundertüte, wenn man draufklickt, ja, dass man nicht weiß, was zum Text kommt. Ein Song über Rocket Beans höre ich hier. Okay, ja, Rocket Beans kann man gut machen. Oder was Multiversum abgespaced ist. Irgendein absolut verrücktes Thema über Quantenphysik oder irgendwas. Ja, oh, pass auf, mal gucken, ob der das, aber ich glaube nicht, dass der das checkt. Pass auf. Ein Lied über die beiden Podcaster Nils Womow und Florentin Will, die in verschiedene Parallelwelten reisen, in denen es immer ein Gegenstück zu ihnen gibt, sagt man Gegenpart, Gegenstück, was ist das? Ich will den ja nicht verwirren. Muss ich gleich mal gucken, ob es ein besseres Wort gibt. So, die in verschiedene Parallelwelten reisen, in denen es immer ein Gegenstück zu ihren, zu ihnen gibt, zu ihnen selbst gibt, zu ihnen selbst gibt. Diese fällt das Wort jetzt auch gerade nicht ein. Welten sind alle. Doppelgänger hat er immer einen Chat. Doppelgänger, ja. Und, okay, die sind alle. Diese Welten, wie viele Texte sind und alle unterschiedlich, kriegt das noch hin? Muss ich überhaupt Lied schreiben oder reicht das über die? Ja, es ist halt die typische Art und Weise, wie man irgendwie kommuniziert. Ich glaube, es schadet nicht, aber im Prinzip kann er ja nur einen Song ausspucken. Ja, keine Ahnung. Unterschiedlich. Und wir dürfen jetzt aber nicht sagen, welches Genre, ne? Das leider nicht, nein. Aber egal, wir createn das mal. Ich brauche noch eine Hymne für unseren Podcast. Du könntest das in den Prompt einbauen. Du könntest statt, ja gut, jetzt hast du, glaube ich, schon draufgeklickt. Ja, aber wir haben auch noch schreiben, ein Lied und dann hättest du vielleicht das Genre noch in den Text einbauen können. Das aber jetzt kein, ich hätte den Text umstellen müssen, aber das stimmt. Ich habe es eben auch, eben habe ich rappt. Eben habe ich geschrieben, es wird drüber gerappt und dann hat das auch dieses Genre verortet. Wie bitte? Prompt likely malformed. Ah ja, okay. Was heißt malformed? Ja, ich glaube, der kann einfach nichts mit der Beschreibung anfangen. Dann machen wir das anders. Ein 80er Jahre Rocksong, in dem über den Internetsender Rocket Beans TV gesungen wird, der Millionen junger Menschen begeistert mit seinen unterschiedlichen ich kann nicht mehr tippen. Mit unterschiedlichen Entertainment-Formaten begeistert. Ein 80er-Rocksong, in dem über den Internetsender Rocket Beans TV gesungen wird, der Millionen junger Menschen mit seinen unterschiedlichen Entertainment-Formaten begeistert. Create!
Ja, es ist auf jeden Fall so, wenn man, glaube ich, bekannte Musiker oder so erwähnt, dass er dann manchmal sagt, dass er das nicht generieren möchte. Aus Angst Und vor Copyright-Klagen. genau, vielleicht ist ja Nils Bohmhoff und Florentin Will im Algorithmus bekannt. Das wissen wir natürlich nicht. Ja, Vielleicht kann hat er natürlich das sein. deswegen. Ja. Erinnert mich daran, hat nicht Eder auch irgendwann mal was gemacht und Etienne Gade wurde generiert, aber und bei Ja. Florentin Will hat er dann geblockt. Ja, das stimmt. Er war ja nicht berühmt genug, das stimmt. Ich erinnere mich an die Situation. Wir haben den Song Rocket Beans Rock, heißt der Rocket Beans Rock. Und das ist euer Song. Mit einem Adler. Ich dreh die Zeit zurück, zurück in die 80er Jahre, wo der Rock'n'Roll war heiß und die Leute waren frei wie ein Adler. Doch heute dreht sich alles um den Rocket Beans TV, wie ein Internetsender, der uns alle mitreißen tut. Yeah! Sie sind die Helden der Nacht. Mit Rocket Beans TV. Alles ist perfekt. Mit Rocket Beans TV. Der singt nicht hundertprozentig das, was Alles da ist steht. perfekt. Ah, doch. Ja, Hammer. Jetzt hat er natürlich den Fehler gemacht, dass es hier um die 80er Jahre geht, ne? Ich wollte natürlich eigentlich vom Genre das in den 80er Jahren so im Rock verorten. Und er hat das jetzt textlich ein bisschen aufgegriffen, was natürlich zu verzeihen ist. Aber es gibt noch eine zweite Version, die ebenfalls Rocket Beans Rock heißt. Die hören wir auch noch mal rein. Ich dreh die Zeit zurück, zurück in die 80er Jahre, wo der Rock'n'Roll war heiß und die Leute waren frei wie Nadler. Doch heute dreht sich alles um den Rocket Beans TV, ein Internetsender, der uns alle mitreißen tut. Sie sind die Helden der Nerds, die Stimme der Generation. Mit ihren Shows und Formaten bringen sie uns alle in Ekstase. Rocket Beans, Rocket Beans, sie rocken wie kein anderer. Millionen von Fans, alle steppen und tanzen jetzt. Yeah! Rocket Beans TV, oh wie wir dich lieben. Mit deinem Entertainment lässt du uns ganz so fliehen. Rock'n'Roll ist zurück, die 80er Jahre sind jetzt. Mit Rocket Beans TV, alles ist perfekt. Hammer, ey. Ich fand den ersten ein bisschen besser. Der hatte Ja, mehr ich auch. Action, Aber die oder? kannst du alle gleich speichern für den Countdown am Anfang. Also, Auf finde ich jeden super. Fall. Ich werde einen komplett neuen Countdown mir kreieren. Nur mit solchen Songs. Ich guck mal ganz kurz. Meine Dings sind nämlich aufgebraucht. Huch. Achso, jetzt kommen wir wieder zurück. Ja, da müssen wir noch drüber reden. Das kriege ich jetzt auf die Schnelle, glaube ich, nicht so hin. Schade, ich werde erstmal gucken, was das für. Also, ich habe jetzt hier keine Kreditkarte rumliegen. Und, oh, warte, Library. Da. Ja. So, das sind unsere Songs. Und, ich werde mich immer schlau lesen, ob ich hier irgendwie, wie ich das mache, dass ich da ein Abo kriege. Und dann mache ich mal eine geile Playliste. Ihr könnt gerne, wenn ihr das jetzt hier auf YouTube schaut, einfach mal
Texte in den, ja, in den Comments-Bereich ballern. Und ich werde einfach ein ganzes Album machen. Und das packe ich auf Spotify und werde ich reich. Ich hoffe, das geht. Weißt du wieder, du hast ja vorhin gesagt, du weißt auch nicht, wie das mit den Rechten ist, ne? Doch, es steht in den FAQs drin und ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du das Abo hast, dass du auch eine kommerzielle Nutzung dabei hast. Oh, geil. Okay, dann werde ich reich werden. All die Jahre und jetzt steht der Reichtum vor der Tür. Beyoncé hat das 100% auch so gemacht in ihrem neuen Album. Es liegt auf der Straße. Ja, es liegt wirklich auf der Straße. Das ist sehr. Okay, also, ihr Lieben, das ist Zuno. Ihr könnt das ja gerne selber mal ausprobieren und eure Songs irgendwie auch in die Comments ballern. Da kann man ja auch einen Link zuschicken. Ich weiß gar nicht, ob es erlaubt ist. Aber ich werde mich damit noch ein bisschen auseinandersetzen. Ich habe 1000 Ideen. Ich will eigentlich jetzt komplett ein Album produzieren. Ich muss jetzt eigentlich ausmachen und ein Album produzieren. Und dann sehen wir uns demnächst auf dem Echo oder sowas. Ja, das war's hierzu. Vielen Dank fürs Zusehen. Und tschüss, auf Wiedersehen.